Rund 2,5 Jahre nach seinem Karriereende wurde Jan-Philipp Kaller am Sonnabend offiziell verabschiedet. Tore und Emotionen waren garantiert. Hells Bells, über 10.000 Zuschauer und zahlreiche Wegbegleiter. Zum Abschiedsspiel von Jan-Philipp Kaller schnürten sie alle nochmal die Fußballschuhe. Von Timo Schulz über Fabian Boll, Ralf Gunesch oder auch Max Kruse bis hin zu Trainerlegende Ewald Lienen. Ich liebe nämlich diese Art von Spielen. Da kann man endlich als Trainer mal all das sagen, was man schon mal immer sagen wollte, vor bestimmten Leuten, damit die anderen das auch mal mitkriegen, was du für einer bist, wie du gespielt hast früher, was ich davon gehalten habe. Schnecke hat es auch großen Spaß gemacht. Wir haben jetzt den legitimen Nachfolger von Ebbe gefunden, denke ich. Und alles in allem Regen, mein Gott, willkommen am Millerntor. Ich würde sagen, ein sehr, sehr schöner Nachmittag. Einer mit vielen Highlights und emotionalen Szenen. Den Torreigen eröffnete Max Kruse. Viel umjubelt, aber auch der Treffer von Blindenfußballer Cerdal Celibi. Und sogar Jan-Philipp Kaller traf doppelt. Doch die Show gehörte jemand anderem. Sohn Leo, 13 Jahre alt, ließ bei seinen 5 Toren so manchen Ex-Profi alt aussehen. Wir werden heute Abend auf jeden Fall Redebedarf haben, weil er mir so ein bisschen die Show stiehlt. Ne? Aber nein, das hat er schon gut gemacht und ich freue mich, dass er hier auch einmal, ich sag mal, die Bühne bekommen hat, wir einmal zusammen auf dem Platz stehen konnten. Wer weiß, wann sowas irgendwie in so einem Rahmen auch möglich ist wieder und er zeigen konnte, was er drauf hat. Der emotionale Höhepunkt dann rund eine Viertelstunde vor Schluss. Jan-Philipp Kaller verlässt zum letzten Mal den Platz. Begleitet von Standing Ovations der Kollegen und You'll Never Walk Alone Gesängen der Fans. Ich tierisch. Dass die Vorbereitungszeit vorbei ist, dass das ganze Event, dieses Spiel jetzt hier so stattgefunden hat, so viele Leute hergekommen sind, den Weg hierher gefunden haben, zuschauertechnisch auch wieder über 10.000 gewesen. Und ich freue mich über jeden und jede Einzelne, die hier war und sich auch bei diesem Wetter auf den Weg hierher gemacht hat, um mir und vielen anderen, die auch noch keinen wirklichen Abschied hatten, hier einen tollen Tag zu bereiten. Team Alt gewann übrigens mit 11-6 gegen Team Jung. Und auch der Himmel fing fast symbolisch noch an zu weinen. Seinen Abschied mit den Fans zu genießen, tat das jedoch keinen Abbruch.